sowas. Perfekt. Cool. Okay. Also Leute, wenn ihr es noch nicht mitgekriegt habt, wir sind auf YouTube live. Und dort schauen wir uns jetzt gleich die Shorts an, die ihr zu unserer Challenge erstellt habt. Und werden darauf reacten. Hier seht ihr zwar unsere Reaktion, aber nicht das Video. Wenn ihr beides sehen wollt, dann geht ihr auf YouTube rüber, auf 916 House. Und wer noch keinen Short erstellt hat, erstellt er. Ja, wir haben die Challenge. Da können wir gleich reagieren. Die Wake-Up-Challenge. Das ist dieses, hey, come on, it's a wake-up. Ja, wir schauen uns jetzt alle an von euch. Ich bin schon richtig gespannt. Ich bin echt gespannt. Ich habe schon ein bisschen so geschaut, so, wer mitgemacht hat. Aber ich habe noch nicht alle angeschaut. Echt? Ich habe noch gar nicht geguckt. Noch gar nicht. Ein bisschen noch deswegen. Ein bisschen oh. Oh. Cute, Leute, aber. Heute ist was Krasses passiert. Ihr werdet es bald sehen, aber es war wirklich krass. Heute ist echt was krank, also legit, es war krass. Legit war das krass. Ich bin auf ins Wasser gefallen. Ne? Ja. Yeah. Hi. Okay, am Ende des Monats wird dann ein Gewinner verlost, der die Möglichkeit hat, so, oder der dann in unser Haus kommen wird. Aber ihr müsst dafür bei den Wochen-Challenges teilnehmen und ein Video erstellen auf YouTube Shorts. Okay, sollen wir mal reagieren schon auf das erste Video? Also wenn ihr uns auf YouTube noch nicht folgt, dann macht das unbedingt, damit ihr die Challenges und die... Wir sagen immer noch, die Musik soll ein bisschen leiser gemacht werden. Also sie können uns auf jeden Fall hören. Das ist schon mal gut. Das ist gut, dass sie uns hören können. Ich bin schon so gespannt. Stellt uns gerne ein paar Fragen in die Kommentare. Da können wir immer mal wieder drauf antworten, wenn euch irgendwas interessiert. Er hat kein TikTok. Hier ist perfekt. YouTube ist gut. YouTube ist auch perfekt. Wir haben ja auch. Vor allem, wir laden so viel zu. Ja, wir haben so viel YouTube Shorts. Da siehst du auf jeden Fall auch immer, was wir auf TikTok posten. Oder auf Insta könnt ihr auch immer schauen. Das wird auch viel hochladen. Oh, schaut uns jetzt das erste Video an. Leute, kommt auf YouTube, auf unseren Haus-Account. Da schauen wir jetzt ein paar Videos an. Kommt vorbei. Okay, oh, ich finde sie jetzt schon cute. Okay. Sollen wir anfangen? Habe ich aber da einen Ton dann? Wir werden das. Ah. Also, wenn wir im Play drücken. Nee, nicht Play, aber mal lauter. Okay. So, wie ein Ton. Der Hauptton da ist. Nee, ist nicht da. Jetzt ist da. Perfekt. So. Also, ja, er wollte nur, dass du testest. Ich doch du siehst manchmal so schwer zum Begriff. Hey, come on, you lazy wake up. What? Hey, come on, take your drums. Oh, schon das nächste. Mit Transition hast du es gesehen. Ja. Yeah. Oh, das hast du jetzt selber gemalt. Echt cool. Das ist creative. Oha. Oh, und so Candy. Echt cool. Es geht weiter. Steht einfach nur LOL. Dude. LOL. Auszusehen. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwelche komischen Sachen so Leute, zu sehen kommt kriegen. Auf YouTube, wir schauen uns gerade eure Videos an, die ihr zu unserer Challenge gemacht habt. Und du vielleicht hast sagen wir heute nochmal. Was falsches geschrieben bei Patchy. Patchy ist 4, nicht 3. Und du hast einfach irgendwas geschrieben. Das war nicht in Ordnung. Du hättest mich einfach fragen können. Ja, die geht sein. Er ist auch kein Skorpion. Keiner mag Skorpione. Ja, ich habe extra Skorpione geschrieben, weil ich wusste, du hast Skorpione. Und dann bist du voll im Konflikt, weil du hast Skorpione und du liebst Patchy. Ich wollte dir einen Konflikt geben. Nein. Leute, ich hasse keine Skorpione. Das wir lieben euch. Meine Ex-Freunde sind alle Skorpione. Das sind die besten Die besten Menschen sind ihre Ex-Freunde. Zum Glück nicht der Wassermann, der jetzt ihr Freund ist. Perfekt. Ihr sagt, wann das nächste Video abkommt. Okay. Nächstes Video. Leute, schaut mal schnell vorbei auf YouTube. Und ich... What the fuck? Also dieser Person, wer es auch immer war, ich würde dir raten. Das ist, glaube ich, falsch. Hashtag Wake-Up-Challenge ist nicht alles nur unseres, ne? Das ist euch bewusst, oder? Doch, ich glaube schon. Nein. Als ich die Wake-Up-Challenge erstellt habe, gab es schon eine Wake-Up-Challenge. Okay. Also die Videos sind nicht von uns. Das ist nicht von uns.
Okay. Aber, also die Person sollte es vielleicht nochmal im Hellen machen. Ja, das auf jeden Fall. Das würde ich dir nochmal raten, wenn du gerade zuschaust. Dann mach diese Challenge nochmal, aber im Hellen. Weil dann, ja, dann gewinnst du vielleicht. Vielleicht hast du es ja richtig cool gemacht, weil er hat so... Hat's er hat erwischt. So irgendwas mit den Händen gemacht, er hat, glaube ich, so gevibed und so. Mach mal an, wenn es das Wake-Up-Song ist, dann sind wir ja richtig. Hey. Hör gar... Aber das können wir ja nicht... Also wenn er jetzt keine Person kommt... Ich finde es voll gruselig. Hoffentlich kommt keine Person. Nein, ich meine, es kann Katze sein. Ja, vielleicht ist es ja einer von der Deutschen Bahn. Genau. Sagen die das? Die lachen. Alter, mich hat was ins Bein gestochen. Okay, also das Video ist, glaube ich, nicht das Richtige. Nein, machen wir mal weiter. Die haben einfach den Hashtag benutzt, so for fun. Hey, come on, you lazy wake up. Hey, come on, take your drums. Hey, come on, you lazy wake up. Also, Lipsing macht sich schon mal gut. Also ich fand's echt süß. Ich finde, ich fand die eine davon war schon nochmal besser, weil sie kreativer, sie hat so getanzt und hat coole Sachen gemacht. Also seid ruhig kreativ, das ist echt cool, das finden wir richtig geil, wenn ihr kreativ seid. Aber Ente süße Video. Es war schon süß, aber es war halt einfach nichts Besonderes. Ja, man muss auch mal zuschauen. Ich find's cool. Es war cool, dass sie mitgemacht hat, auf jeden Fall. Aber nächstes Mal muss sie noch mal ein bisschen kreativer. Du kannst doch noch mal machen und noch mal kreativer. True, die Challenge ist ja noch nicht vorbei. Also ihr habt noch eine Woche Zeit. Leute, kommt auf YouTube rüber. Wir schauen uns gerade eure Videos an und reagieren drauf. Und geben euch auch noch extra Tipps. Jede Woche ist ja eine Challenge. Jede Woche. Jedes Mal, wenn man mitmacht, hat man quasi ein Ticket. Ja. Genau. Ihr könnt hierher kommen. Wenn ihr diese Challenge gewinnt, könnt ihr hierher kommen. Und selbst wenn ihr schon ein Video hochgeladen habt, könnt ihr jetzt noch eins hochladen, weil umso öfter ihr an der Challenge teilnehmt, umso größer ist die Chance, dass ihr gewinnt. Und wir geben jetzt nochmal extra Tipps. Also wenn ihr die Tipps umwandelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit noch größer, dass ihr gewinnt. Okay, let's go. Next one. Hey. Nächste. I like trees. Weiter gerne. Oh, jetzt kommt Theresa. Das ist die Theresa. Das mag ich. Das ist mein Lieblingsvideo. Oh, ja, gewonnen. Nein, Theresa. Nur weil der Theresa stand und Hund war. Weiter bitte. Einmal bitte weiter. Digga, was ist das denn? Der hat verloren. Oh, ein Edel. Okay, aber voll die Goldspieler. Was ist das für ein Bild? Aber es ist süß. Du hast dir echt Mühe gegeben. Ja, nicht so schlimm, die wichtigsten waren drin. Ja. Ja. Das war gut. Es war ein nices Edit. Das davor mit der Stange hat mich echt ein bisschen traumatisiert. Nächstes Mal sollten wir vielleicht einmal aussortieren und eine Playlist erstellen. Echt so. Aber schade, dass man die Person gar nicht gesehen hat. Ja, true. Also ich verstehe, manche sind noch zu jung. Aber manchmal ist es auch besser, wenn man die Leute nicht sieht, wie beispielsweise bei dem Typen mit der Stange. Okay, weiter. Ich hätte auch lieber ein Edit machen können. Next! Macht jetzt ein Kunstwerk? No way. Gibt's nicht ein Kunstwerk? Aber ich hab echt gesehen, oder? Theresa, du hängst so auf mir. Next! War's das schon? Siehst du, was du gemacht hast? Ich denke schon. Ja, wow. Cool. Leute. Die erste hat gewonnen. Die hat mir noch am coolsten Freestyle. Sollen wir ein Beispielvideo machen? Hättest du Bock? Oh, was war das denn für ein Sound? Dass wir jetzt eins machen? Dass wir denen zeigen, wie wir es machen würden. Ja, dass wir nochmal, weißt du? Aber es dann ist, müssen wir so geil.
wenn wir noch mehr Videos haben und dann können wir nochmal drauf reagieren und wirklich der Beste dann gewinnt und der kann hierher kommen. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Videoidee. Für den Sound? Ja. Okay. Darf ich? Also ich würde es halt auf dem Shot machen. Ja, willst darf ich das übernehmen? Mit meiner Idee? Mein, ja. Auf meinem Kanal, dein Gesicht. Hä, nein, ich dachte, wir machen es für den Hauskanal. Okay. Ah, ja. Ja. Ich muss erstmal auf den anderen Kanal gehen. Einen Moment. Du musst hier auf. Da, ne? Ja. Genau. Gerade technische Sachen kurz. Aber ich habe eine richtig gute Idee. Und zwar, was Monika fragt, ob sie mitmachen kann. Ja, klar, Monika. Monika, mach mit. Bestell einen Short. Mach mit. Geh mit auf YouTube Sound. Shorts. Nimm den Sound. Wake up von. Was weiß ich. Sollen wir es euch nochmal zeigen? Gib einfach ein Hashtag Wake Up Challenge und dann kommst du schon auf den Sound. Und dann sei kreativ, Monika. Komm. Du willst es machen. Okay. Ja. Lass mich. Theresa macht jetzt live ein YouTube-Short. So wie die Challenge geht. Also wir machen es zusammen, aber ich zeige euch wie. Also ihr gebt ein Wake Up, dann kommt der Sound Wake Up, Cheese People, das ist er. Mach mal laut. Ja. Lost in Candy. Come on, you wake up. Genau. Das geht, das geht. So, und dann machen wir jetzt einmal unseren Teil hier, schau. Wir machen so. Okay, 3, 2, 1. Hä, wo ist der Sound? Okay, da geht es wieder los. 3, 2, 1, go. Okay. Und jetzt machst du den ersten Part, ich mach den zweiten, du den dritten, ich den vierten. Weil wir machen dann, wir schreiben drüber, sie sollen raten, wie alt wir sind. Ratet unser richtiges Alter. Und wir schreiben vier verschiedene Zahlen. Ah, okay, das ist cool. Ja. Okay, also soll ich so... Da ist die Cam. Soll ich so dann wegmachen? Ich würde es gar nicht wegmachen. Okay, einfach nur machen so. Wir es uns ein schon. Aber wie lange geht der erste? Hey, come on, oder? Hey, come on, let's wake up. Das ist der erste, ja. Okay. Das hatte ich mir nicht. Das ist nicht so scheiße. Jetzt bist du der Nächste. Jetzt bin ich dran. Haha! Wir sind so scheiße! das nächste ist. Auch wieder dasselbe. Okay. Und jetzt schreiben wir. Perfekt. Und jetzt schreiben wir drüber. Jetzt schreiben wir drüber. Das Video. Sieht man das von hier? Schaut alle bei YouTube vorbei. Da sind wir gerade live, guys. Das ist echt ein cooler Livestream. Wir machen sogar Short-Videos live. Richtiges Alter. Unser richtiges Alter. Schreibt man erratet oder ratet? Erratet. Erratet. Erratet unser richtiges Alter. Erratet. Schreibt Mücke. So. Was schreiben Sie denn? Ist irgendwie voll. Nee, ihr könnt es einfach auf YouTube machen. Also ihr müsst kein TikTok dafür haben, ihr müsst einfach auf YouTube dazu ein Short machen. Du würdest gerne die Nummer von mir haben. Ja, ich habe die Nummer ja verlost. Ich mache auf jeden Fall nochmal eine Verlosung. Die wird wahrscheinlich auf Instagram stattfinden, also schau vorbei. Dann können wir das vielleicht einrichten, wer weiß. Wieso ist Theo in Deutschland? Ja, er ist ausgezogen. 21 ist Lucy, sie haben es schon verraten, Alter. Ich bin. Hallo! Darfst du doch nicht noch sagen, dass du nicht bist? Du bist so ein Quatschkopf. Doch, den darf ich sagen. Die anderen Leute, die nicht im Livestream sind, die dürfen es ja nicht wissen. Also, ihr könnt es dann schon mal bei unserem Short kommentieren. Welches Alter hast du noch? 24? Ja,
jetzt warte halt mal. Stress die mich hier. Also so läuft das ab, wenn wir hier Videos machen. Theresa ist einfach super drauf. Die mag jeden Kommentar von mir hören. Die Lucy, die Kommentatorin. Die sollte zum Tatort. Ich hab dir so einiges zugehört, war so voll verwirrt. Zeig das Video nochmal. Ja, warte sofort, Leute, ich bearbeite es gerade. Aber ihr könnt es auch auf dem Kanal dann sehen. Wir laden es nämlich auch gleich hoch. Also schaut es euch dann auf jeden Fall auch nochmal an. True, wir zeigen es euch nicht. Ihr müsst einfach kurz hier YouTube Shorts schauen. Die Armen, die sind extra live gekommen und dann wollen die sehen. Guys, kommt nochmal auf YouTube Shorts, denn wir zeigen euch da, wie wir TikToks bzw. YouTube Shorts machen. Warte mal, du bist. Ja, doch ein Baby, da war ich ja schon über alle Berge. Die labert so einen Scheiß. Wisst ihr, wie alt wir sind? Schreibt mal rein, wie alt ist Theresa? Die ist nämlich gar nicht so jung, ne? Hallo, spinnst du? Ich bin schon eine Alte. Jetzt geht's hier aber ab. Jetzt werde ich aber fuchsig. Oh so. Gott. Hallo! Es rennt hier einfach weg vor mir. 22, das stimmt nicht. Hallo, stimmt jetzt nicht! Spoiler doch nicht alles, Leute! 27? Nee, stimmt nicht. Die spoilert die Alte. Okay, ich bin fertig. Soll ich es zeigen? Warte. Ja. Okay, Leute, seid ihr ready? Ready! Ja, Leute, schreibt es alle unter seine Videos. Schreibt drunter, er sieht aus wie 35. Da steht so Pferde-Fan. Ich dachte, da steht so Patch-Fan. Das ist so eine Fan-Page mit Patch gepäht. Ja, ich weiß. Maybe. Aber ihr müsst in den unter das Video dann schreiben, wie alt ihr glaubt, wir sind. Hallo ihr beiden. Hallo! Ah, aber warte mal, wenn ich jetzt hier Guys, wir sind gerade auf YouTube live. Schaut mal alle vorbei. Und wie alt ist Alex? Alex ist 2 Jahre älter als ich. Ein Jahr. Schaut mal auf YouTube, da sind wir gerade live und machen ein Video. Wie geht's dir, Lucy? Also, mir geht's ein bisschen besser. Aber wir müssen beide auch noch Schokos essen. Ich lade es jetzt hoch, Leute. In 3, 2, 1, Boom! Boom! Pow! Tut schon mal kommentieren, Guys. Wir haben gerade ein neues Short-Video auf dem Hauskanal hochgeladen. Das stimmt nicht. Hey, Struppi lügt. Das stimmt nicht. Was passiert da? Ja, das Video von Alex ist gerade online gekommen, Guys. Hier. Ich habe wieder auf deinen Account gewechselt. Thanks a lot. Hier, das ist ein Ehrenmaß. Was? Achso. Weiß ich nicht. Achso. Hä? Was war jetzt? Keine Ahnung, ich habe irgendwas ganz Komisches gelesen. Oh Gott. Ey, schau mal, ich habe hier total Speckrollen. Ist wunderschön. Komplimentiert mal die Speckrollen von Theresa. Die sind so schön. Schreibt mal, was ihr an meinen Speckrollen so ganz besonders macht. Mit meinem Doppelkinn. Theresa ist 22. Das ist so ein. Inkorrekt. Weiß ich ja nicht. Ihr müsst Quatsch. Ihr müsst raten. Ihr ratet's. Alex ist 27. Ich glaube, das glaubt ihr nicht, Alter. True, ja.
Da war ich nicht dabei. Wir haben heute ein neues Video hochgeladen, wo wir auf Hate-Kommentare reagieren. Schaut euch das auf jeden Fall an. Es ist mega witzig, sad, emotional. It's just too much. Sag mir eine kleine Sache, die da drin vorkommt. Sag mal. Ich habe es nämlich noch nicht angeschaut. Jetzt bin ich unter Druck. Ich war nur beim Dreh dabei, okay? Ich habe das Video selber noch nicht gesehen. Okay, ich sag dir eine Sache, die darin vorkommt. Okay. Und zwar sitzen wir auf zwei Stühlen und lesen Kommentare vor. Und dann? Und Ehrenmann Marius ist dabei. Oh Gott. Und er hat Alex fertig gemacht. Wie? Wieso? Ja, er hat ihn richtig fertig gemacht. Er hat richtig gehatet. Leute. Weil er wollte halt an dich ran, weißt du? Was? Was geht denn hier ab? Schaut euch das Video an, Leute. Geheim. Schaut euch das Video an. Das war wild. Das finde ich ja nicht so toll. 916 House Hate-Kommentare. Ich habe Angst. Ich muss auch noch schauen. Ich habe Angst. Ich will. Ich kann mich zusammen schauen. Welche Lache ist das? So schön. Sicher nicht meine. Ihr seid so doof. Siehst du, wie wir aufeinander klemmen? Wir haben hier ja, so viel Couch. Das bist du. Ich rutsche immer weg. Und du? Du bist so Clumsy? Clumsy ist, wenn ich blöd, also so tollpatschig ist, clumsy. Beides. Hä? Ich bin gar nicht tollpatschig, ich bin voll schlau. Das hat nichts mit Schlauheit zu tun. Nein. Nein. Ich kann halt ehrlich gesagt nichts lesen, was da vorne steht, deswegen musst du mir das sagen. Die schreiben ganz komische Sachen rein. Die wollen nee. Ich, die will ich ja nicht. Nee. Vorlesen. Das machen die nicht. Nein, wirklich. Freut mich, dass du beim Livestream dabei bist. Schau, die freuen sich richtig, wenn die endlich mal wieder dabei bisschen sind. Bisschen besser, aber immer noch zu klein für meine schlechten Augen. Achso, noch größer. Ja, das finde ich auch besser. Oh ja, vielleicht. Ist gar nicht größer. Noch geworden. Eins größer, doch ist größer geworden. S. Oh mein Gott, sie ist so blind. Geht noch ein größer? Das wäre ja Ehre. Boah, jetzt kann Theresa, kannst du mal was für Lucy häkeln zu Halloween? Oh, was willst du denn? Ein Kürbis? Soll ich dir einen Kürbis häkeln? Oder vielleicht, soll ich dir einen Geist häkeln? Vielleicht müssen wir was machen. Ich weiß noch nicht, was ich werde. Weißt du, das ist zu passend zu meinem Kostüm. Ist zwischen wenn ich eine Hexe werde, dann musst du eine kleine Katze, die ich hier so drauf machen kann. Lass mal ein Video machen, wo wir zusammen sind. Eins mit bei dir, eins bei mir. Und dann schreiben wir der Top-Comment. Zu, also als, das, was als Top-Comment vorgeschlagen wird, so gehen wir an Halloween. Ja, okay. Und dann können die Community entscheiden, was wir anziehen. Okay, ihr dürft entscheiden, was wir an Halloween anziehen. Verstanden? Seid ihr einverstanden? Oder verstanden? Nicht? Ob sie dies verstanden? Schreibt mal jetzt schon mal Ideen rein. Ich will jetzt schon ein paar ich Ideen. Ich lade gerade ein Short hoch. Alessia, Ehrenfrau. Nice! Schauen können wir das dann anschauen? Geil. Schauen wir uns direkt später Leute, ihr müsst echt Shorts hochladen. Leute, ladet Shots. Weil ladet dann können die hierher kommen. Und ich weiß, wo ihr ist das Video? Das Video ist auf unserem Hauskanal, wo wir hier gerade live sind. Checkt es ab. Hate-Kommentare. Hate-Kommentare. Marius gegen Alex. Pam, 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 pam. Als Tomate. I guess not. That's not Halloween-y. Oder willst du als Tomate an Halloween gehen? Ich gehe als Tom und du als Arte. Hm? Du hast nicht verstanden. Tomate. Ah. Ich habe Tom Arte. Ja, Tom und du als Arte. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Leute, nehmt an der Wake-Up-Challenge teil. Das ist die einfachste Challenge, die wir bis jetzt hatten. Und ihr habt einfach die Chance, ein Wochengewinner zu werden und dadurch die Chance, hierher zu kommen. Ist das nicht toll? Das ist doch wundervoll. In diesem Sinne würden wir jetzt auch diesen Livestream beenden. Es war sehr schön mit euch. Und schaut auf jeden Fall auf unseren... BFF Halloween Outfit, ja! Geht. Ja. Schaut auf jeden Fall auf unseren Kanälen vorbei. Wir werden ein Video hochladen und ihr könnt entscheiden, was wir an Halloween tragen werden. Machen wir es jetzt gleich? Machen wir es gleich. Machen wir nicht jetzt gleich. Ich kann heute nicht hochladen. Oh. Ich wurde einfach gesperrt auf TikTok. Dann machen wir es morgen. Ja, morgen machen wir es. Und schaut unser YouTube-Video an. Hate, Kommentare, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.